Hallo und herzlich willkommen zum Heimspiel Spiel der Woche. Es ist Donnerstagabend, 25. April 2019, BC Liga Westfalen Staffel 12. Der viertplatzierte SC Altenrhein hatte Nachspielbedarf und zwar massig. Bereits wenige Tage zuvor, am zurückliegenden Ostermontag, musste die Elf und Daniel Abke zu einem Nachspiel gegen Greven 09 antreten. Und da sie dieses Spiel für sich entscheiden konnten, war Altenrhein plötzlich wieder mittendrin im Aufstiegsrennen. Für uns Grund genug, um beim zweiten Nachspiel des SCA innerhalb von einer Woche gegen den amtierenden Spitzenreiter SV Buchsteinfurt zu Gast zu sein. Und da sind wir auch schon im Sportpark Altenrhein. Und wir waren hier nicht alleine, denn insgesamt rund 500 Zuschauer hatten ebenfalls den Weg an den Kanal gefunden, um dieser vielleicht meisterschaftsvorentscheidenden Partie beizuwohnen. Es ward angerichtet und hier sind die Teams. Das ist ein Heimspiel, Spiel eines Lebens. 90 Minuten, um alles zu geben. Wir rocken und Fußball ist für die Ewigkeit. Unten links sehen Sie die Tabellenkonstellation von vor dem Spiel. Der SCA auf Platz 4 mit 6 Punkten Rückstand auf den SVB als Tabellenführer. Aber Altenrhein hat ein Spiel weniger als die Gäste aus Buchsteinfurt. Mit einem Sieg heute könnte der SCA seinen Rückstand auf 3 Punkte verkürzen und hätte somit theoretisch die Möglichkeit, alsbald mit dem SVB gleichzuziehen. Und wer Altenrhein des ehrgeizigen Coach Daniel Abke kennt, der weiß, dass sein Team alles dafür geben wird. So, die Partie wurde vom sympathischen Referee Philipp Nadab geleitet, der hier und heute eine Menge zu tun bekam. Wir hören hier auch mal kurz rein in die Platzwahl. Okay, dann haben wir die Gäste, die sehen rot schwarz, die machen jetzt auf Rot. Das Feld, schwarz. Hier wechseln die Seiten, das bringt dort allen drei einen Anschluss. Ja, das ist ein gutes Spiel, bleibt besonders auf die Kreuz. Schreib mal rein, nicht erschrecken, ne? Ja. Und hier noch schnell die Aufstellung der beiden Teams. Daniel abgesetzt bei den Hausherren auf folgende Elf. Im Tor Luis Bödel, davor Chris Namerbäumer, Jens Lörracker, Janik Langner, Kevin Vollrath, Kapitän Sven Sandmann, Nick Bettlach, Dustin Wolters, Janni Schneider, Luca Bödel und Dennis Nunes da Silva. Auf der anderen Seite bot Gästetrainer Christoph Klein-Resing folgendes Personal auf. Im Tor Marcel Brammeier, davor Lars Bode, Max Mohr, Nico Schmeling, Helio Ricardo Faria da Silva, Lars Gormann, Jonas Greive, Alexander Hollermann, Sam Anjanwu, Kapitän Lukas Malmann und Philipp Brüggemeier. Und bei einer so interessanten Tabellenkonstellation ließ es sich, wie so oft auch, Heimspiel-Chefredakteur Andreas Teipel selbstverständlich nicht nehmen, höchstpersönlich dem Spiel beizuwohnen. Er hatte sich ein feines Plätzchen am Spielfeldrand gesucht und alles im Blick. Das hatte ich mit meinen Kameras auch. Und hier nun die Highlights dieser Begegnung. Wir starten in Minute 8 mit einem Eckball, der in gelb und schwarz gekleideten Gäste aus Buchsteinfurt. Die etwas zu kurz gespielte Variante kam direkt zum Ausführen zurück. Der fackelte nicht lange. Und so konnten wir hier auch schon mal den ersten richtigen Torschuss der Partie verbuchen. Luis Bödel im Tor des SCA backte sicher zu. Danach waren allerdings die Gastgeber hier das Team, welches den Ton gab. Luca Bödel kam hier nach einem Angriff in aussichtsreicher Position zum Abschluss. Das Spielgerät flog allerdings knapp am rechten Pfosten vorbei. Und weiter geht es in Minute 18. Mittlerweile hatten die Hausherren hier Ball und Gegner weitestgehend richtig gut im Griff. Und so kam Dustin Wolters innerhalb der Strafe von halb rechts zum Torabschluss. Aber auch er verfehlte den gegnerischen Kasten am Ende. Knappe 60 Sekunden später sahen die Zuschauer hier im Sportpark Altenrhein wieder mal die Gastgeber im Vorwärtsgang. Luca Bödel legt am Ende ab für Janni Schneider. Auch der hält einfach mal aus der Distanz drauf. Aber wieder war es nichts mit einem gezielten Schuss auf die gegnerische Hütte. Bislang war gestern Keeper Marcel Brammeier Meister mit beschäftigt, die Bälle wiederzuholen. In Minute 24 dann mal eine Ecke für Altenrhein. Vor den wachsamen Augen der zahlreichen Zuschauer wird der Ball halb hoch in den 16er geschlagen. Aufsetzer und am 5er setzt Dustin Wolters zum Kopfball an. Doch auch dieser Versuch landete schließlich erneut nur im Tor aus. SVB Schluss beim Brammeier musste wieder nicht eingreifen. 2 Minuten später gab es dann mal wieder was vom Spitzenplatz. Freistoß von halb rechts. Helio Ricardo Faria da Silva stand bereit. Der Ball freigegeben. Hohe Reingabe, Luis Bödel mit Faustabwehr, Nachschuss von Brüggemeier vorbei. Die bislang beste Chance auf einen Treffer in dieser Partie hatte die wohl spektakulärste Neuverpflichtung der Liga. Im Winter stieß der gelernte Verteidiger vom Oberligisten FC Eintracht Rheine zum SV Buchsteinfurt. Hier hätte der 31-jährige Philipp Brüggemeier fast seinen ersten Treffer für das neue Team erzielt. Aber eben nur fast, weil er hier etwas zu hastig am Tor vorbeischoss. In Minute 28 dann wieder das bislang gewohnte Bild. Wieder Altenrhein. Janni Schneider mit einer Flanke von rechts. Kopfball, Luca Bödel, aber zu unplatziert. Und genau in die Arme von Gästekeeper Marcel Brammeier, der hier sicher zupackte. Es fehlte beim SCA bislang einfach die Präzision in den Abschlüssen.
In Minute 35 mal wieder die Gäste, wieder per Standard. Brüggemeier kurz gespielt, den Lauf von Farina Silva. Dessen Schussversuch wird von Sven Sandmann in höchster Not zur Ecke abgeblockt. SCA-Keeper Luis Bürtel hatte den Ball hinter der Torauslinie gefangen. Die Ecke brachte nichts ein, deswegen springen wir weiter. Drei Minuten später auf der anderen Seite. Da hackten Janis Schneider und Nick Pettlach mal was für Alten Rheine aus. Schnelle Ausführung, Pettlach, Kopfball, Chris Naberbäumer, gehalten von Brahmeier. Aber ein Pfiff ertönte, den Referee Philipp Nader hatte hier auf Abseits entschieden. Wir schauen nochmal drauf. Aus dieser Perspektive nicht eindeutig zu erkennen, aber Schiedsrichter Philipp Nader stand genau passend und so geht die Entscheidung sicherlich in Ordnung. Brahmeier regierte außerdem stark gegen den Kopfball von Naberbäumer, wie wir hier nochmal sehen können. Das war auf jeden Fall richtig gut gehalten, das Ding. Dann die Minute 42 und es folgte ein Beispiel dafür, dass auch die Zuschauer im Sportpark Alten Rheine an diesem Abend durchaus gefährlich lebten. Nico Schmerling entschuldigte sich sofortartig bei der getroffenen Zuschauerin, die den Treffer bemerkenswert gut wegsteckte. Ein hübsches Gesicht kann so schnell eben nichts entstellen. Kommen wir nun wieder zurück zum Spielgeschehen auf dem Platz. Kurz vor der Pause gab es nochmal Eckball für die Gäste aus Burgsteinfurt. Faria da Silva wird ausführen. Hohe Reingabe, Kopfball von Ballmann auf der Linie gerettet. Nachschuss von Ballmann, verrissen. Kein Tor. Alten Rheine machte das Spiel, aber Burgsteinfurt hatte die besseren Chancen. Hier die Wiederholung. Sven Sattmann rettete für den SCA beim Kopfball von Lukas Ballmann in höchster Not und eindeutig vor der Linie. Der Nachschuss von Ballmann segelte dann deutlich am Kasten vorbei. Glück für die Hausherren, dass es mit 0:0 in die Pause ging. Und da reagierte Gästecoach Christoph Klein-Resing und wechselte gleich doppelt aus. Er brachte mit Kai Hintelmann und Thomas Artmann neues Personal. Offensichtlich war er mit der Performance seiner Truppe in Durchgang 1 nicht gänzlich einverstanden und wollte vielleicht auch taktisch ein paar Veränderungen vornehmen. Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatten aber wieder die Gastgeber. Minute 54, Janis Schneider stand für die Ausführung eines Freistoßes bereit. Der Ball wird hoch hereingeschlagen, Kopfball Yannick Langner deutlich drüber. Wieder eine gute Möglichkeit auf Seiten des SCA vertan. Mit zunehmender Spieldauer in Halbzeit 2 wurde der Spitzenreiter nun stärker und stärker. Lag vielleicht auch daran, dass die Beine bei den Hausherren nach dem Spiel am Montag langsam etwas müde waren. Faria da Silva versuchte sich hierbei mit einem Distanzschuss, aber auch da fehlten einige Meter zu einem erfolgreichen Torabschluss. Kurz danach kam es dann auf Höhe der Mittellinie zu einem Zusammenprall. Hier rauschen Alten Rheins Alexander Watter und Burgsteinfurts Lukas Ballmann ineinander. Letzterer blieb zunächst liegen, konnte aber später zum Glück weiterspielen. Aufgrund einer blutenden Nase musste er allerdings außerhalb des Spielfeldes erst einmal behandelt werden. Ergo waren die Gäste vorübergehend in Unterzahl. Wir sehen hier den nachfolgenden Freischuss. Philipp Brüggemann mit einem langen Ball in die Spitze. Zunächst abgefangen. Kai Hintelmann dann mit einem Pass zurück in die eigene Hälfte. An jetzt Anspielstation ging Max Mohr sogar noch einen Schritt weiter und spielte den Ball zu seinem eigenen Schnapper zurück. Und Alten Rheine hatte jetzt Lunte gerochen. Die schoben vor und gingen aggressiv ins Pressing. Brahmeier auf Schmerling. Der geriet bei der Ballannahme unter Druck. Beim Versuch eines Befreiungsschlags verliert er die Kirche. Gegen Wolters, dann ging es schnell. Wolters im Doppelpass mit Schneider. Wolters gegen Brüggemeier im Strafraum. Querpass, Schuss von Bürtel, gehalten, Nachschuss Schneider, Tor! 1:0 für den SC Alten Rheine. Janis Schneider mit Saisontor Nummer 13. Jetzt war hier Achterbahn im Sportpark Alten Rheine. Jetzt ist hier Achterbahn! Und da kommt die Wiederholung. Tolle Vorarbeit von Dustin Wolters, auf dessen Kappe nicht nur die Balleroberung an der Seitenlinie ging, sondern auch die Entstehung dieses Tors im Enddrittel. Den kann und darf Lukas Bürtel natürlich schon im ersten Anlauf machen, aber auch stark pariert vom Gästekeeper Marcel Brahmeier. Am Ende steht der Torschütze Janis Schneider einfach goldrichtig und kann zur Führung für seine Farben abstauben. Da gab es für Brahmeier nichts mehr zu halten. Jede Reaktion an der Seitenlinie. In Minute 65 folgte eine erste Reaktion des Spitzenreiters, der hier fortan den Ton angab. Hintelmann über links, flach herein auf Kormann, der tankt sich durch, findet seine Meister allerdings beim Abschluss in Persona Luis Bürtel im Tor des SCA. Hier die Wiederholung.
Der Schuss von Lars Kormann hätte wohl genau ins kurze Eck gepasst, wenn nicht dieser Luis Bötel so reaktionsschnell pariert hätte. Stark gehalten vom alten Rainer Schlussmann. 4 Minuten später ein Freistoß für Burgsteinfurt, Faria da Silva. Er läuft an, direkt Schuss am Kasten vorbei, weiter 1-0 Altenrheine. Und die wollten das Ding jetzt hier irgendwie über die Zeit schaukeln. 73. Minute und es rollte die nächste Angriffswelle der Gäste, die hier jetzt immer spielbestimmender wurden. Artmann im Zusammenspiel mit dem bisher blass gebliebenen Gurgert Alexander Hollermann. Schuss gehalten und geklärt. Weiter 1-0 für den SCA. Hier die Wiederholung der Szene. Da wollte Alexander Hollermann augenscheinlich uneigennützig querlegen, doch Chris Naberbäumer stand im Weg und konnte im unfreiwilligen Zusammenspiel mit seinem Torhüter am Ende die Gefahr gerade nochmal bereinigen. Dann die 78. Der SVB drängte nach wie vor auf den Ausgleich. Auf der rechten Angriffsseite kommt hier Lars Kormann in Ballbesitz. Der schlägt noch ein paar Haken und entscheidet sich dann für einen Diagonalball auf den startenden Hintelmann. Der versucht's da mal direkt und Tor! Da ist der Ausgleich! 1-1! Der Spitzenreiter macht hier in Minute 78 durch den in der Pause eingewechselten Kai Hintelmann das Tor! Es war sein zweiter Saisontreffer. Die Freude beim SV Burgsteinfurt riesig. Hier der Treffer in der Wiederholung. Bärenstark war die Vorarbeit von Lars Kormann und noch genialer der Abschluss von Hintelmann per Direktabnahme. Luis Bötel im SCA-Tor streckte sich hier vergebens. Der Ball, der passte einfach haargenau ins lange Eck. Ein tolles Tor. Und hier die Reaktion an der Seitenlinie. In der Folge war bei den Hausherren jetzt die Luft raus. Es spielte ohnehin schon nur noch der Gast, aber nun drohte dem SCA hier das Spiel komplett zu entgleiten. Faria da Silva mischte hier die Hintermannschaft samt Keeper Bötel mal komplett auf. Der versucht den Ball dann ins verlassene Tor zu heben, scheiterte, weil sich ihm Dennis Nunes da Silva in den Weg stellte. Beim direkt darauf nachfolgenden Einwurf gleich schon wieder Torgefahr für den SC Altenrheine hinten. Am Ende wird Thomas Artmann der Ball sauber aufgelegt, doch auch er scheiterte hier an einem Abwehrbein. Aus dem Hintergrund versuchte sich Max Feldus nochmal mit einem Schuss, ebenfalls geblockt. Dann ging Artmann die Strafung etwas zu offensichtlich zu Boden. Kein Foul, sagte Schiedsrichter Philipp Nader und ließ weiterspielen. Am Ende konnte der nun schwimmende SC Altenrhein die Situation nochmals klären. 84. Wieder einmal von links durch die Gäste am Strafraum dreht Lukas Ballmann auf. Wird gestoppt, gestrecktes Bein von Ballmann, wird abgepfiffen von der Referee Nader. Hinten gibt es einen Schubser von Möracker gegen Ballmann, der wiederum hart getroffen zu Boden geht. Was folgt, ist die Reaktion von Schiedsrichter Philipp Nader, der Altenrhein ist Jens Löricker für diese Aktion mit glatt rot vom Platz stellt. Der ist ja also für die Schlussminuten hier in Unterzahl aufgrund einer vermeintlichen Tätigkeit von Jens Löricker gegen Ballmann. Wir schauen natürlich noch einmal drauf. Hier kommt die Wiederholung. Im Hintergrund sehen wir jetzt hier den Schubser von Löricker. Aber ich finde, dass Lukas Ballmann da am Ende etwas mehr draus macht, als eigentlich dann tatsächlich war. Er konnte auch ohne Behandlung nach der Herausstellung von Löricker bis zum Ende weiterspielen. Hier die Szene noch einmal aus einem anderen Blickwinkel. Nachdem sich schließlich die Hektik um den Platzverweis etwas gelegt hatte, gab es nochmal Freischuss für die Gäste. Faria da Silva läuft den Ball hoch in den Strafraum. Per Kopf geklärt und dann Max Mohr aus dem Hintergrund mit einem satten Pfund. Der Ball abgefälscht, deswegen keine Torgefahr, sondern nur einen Eckball, der wiederum nichts einbrachte. Dann lief bereits die Nachspielzeit. Burgsteinfurt rannte weiter an. Nico Schmerle mit der flachen Hereingabe geklärt. Aber der Ball landete wieder in den Reihen der Gäste. Mohr auf Faria da Silva. Dann Hintelmann mit einem Schussversuch links vorbei. Weiter 1-1, aber noch war hier nicht Schluss. 6. Minute der Nachspielzeit. Ja, Sie haben richtig gehört. 6. Minute. Freistoß Burgsteinfurt von der rechten Strafraumseite. Flache Reingabe auf Brüggemeier. Der Mittag aufs Tor. Doch Luis Bötel packte sich dazu. Beim Versuch, das Spiel schnell zu machen, wurde er von Max Mohr gelegt. Doch die Aktion blieb ungeahnt. Der Schiedsrichter Philipp Nader zeitgleich die Partie beendete.
Mit einem 1:1 Unentschieden trennten sich schließlich der SC Altenrhein und der SV Buchstein wurde an diesem Donnerstagabend im Nachholspiel der Bezirksliga Staffel 12. Die Punkteteilung kam dabei sicherlich eher dem Spitzenreiter zugute, der hier somit seinen 6-Punkte-Vorsprung verteidigen konnte. Die Statistik zeigt, dass aufgrund der zweiten Halbzeit hier nicht nur der Punktgewinn für den Spitzenreiter verdient war, sondern auch ein möglicher Sieg. Altenrhein belohnte sich heute nicht für eine starke erste Halbzeit und konnte froh sein, dass auch der Gegner heute nur einmal ins Tor traf. Insgesamt 35 Fouls und jede Menge Arbeit für den Schiedsrichter Philipp Nader hier in einer hitzigen, teils auch giftigen Nachholspielpartie. Hätten wir dann noch die Ergebnisse der anderen Nachholspiele. Wilmsberg verliert etwas überraschend gegen die abstiegsbedrohten Horstmacher und kann damit wohl seine Aufstiegsambition endgültig ad acta legen. In der anderen Partie sicherte sich Armin Ettenbüren 3 wichtige Punkte im Abstiegsduell gegen Preußen Längerich. In der Tabelle liegt der SVB weiter an der Spitze und hat 3 Punkte Vorsprung auf Wettringen. Falls Altenrhein sein verbleibendes Nachspiel gewinnt, wäre der SCA ebenfalls 3 Punkte hinter dem Tabellenführer. Es ist also noch nichts entschieden an der Spitze und wir werden weiterhin fleißig berichten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr euer Tino Wermeling.